In diesem Video bekommst du die komplette 4-4-2-Taktik, die Spieleranweisung und Tipps, wie die Formation am besten funktioniert. Wir fangen an in der defensiven Taktik und hier kannst du entweder auf Druck nach Fehlern einstellen, wenn du ein bisschen mehr Risiko, aber auch ein bisschen mehr pushen willst, ein bisschen mehr Druck machen willst auf den Gegner, oder du lässt es einfach auf ausgeglichen. So spiele ich sie, wenn ich sie über 90 Minuten nutzen will. Die Breite reduzieren wir ein kleines bisschen auf 45, du könntest sogar Richtung 40 gehen, aber ich finde es eigentlich ganz gut in der Verteidigung, wenn wir die zwei Stürmer, die vier Mittelfeldspieler und die vier Abwehrspieler gut übers Feld verteilt haben. Die Tiefe lasse ich einfach auf 50, wenn du Druck nach Fehlern eingestellt hast, dann geh hoch auf 55 bis 60. Im Angriff sind der Spielaufbau die ersten beiden Drittel des Feldes und hier gehen wir auf langer Ball, damit immer wieder Spieler nach vorne gehen und wir den Ball nach vorne treiben können. Das letzte Drittel ist die Chancenerarbeitung und hier machen wir auf Läufe in die Spitze, damit deine Stürmer automatisch, so wie hier Moreno, in die Spitze, in den Strafraum gehen und du ihnen den Ball in den Lauf spielen kannst. Und natürlich immer mit L1 selbst noch die Spieler manuell in Läufe schicken. Die Breite geht auf 55. Wenn du der super duper Konterspieler willst, dann kannst du natürlich sowas Enges spielen wie die 4-3-2-1 oder so. Mit der 4-4-2 ziehen wir bewusst auch im Ballbesitz den Gegner auseinander. Es entstehen Lücken, in die wir reinspielen können. Spieler im Strafraum auf 7. Das ist ganz, ganz wichtig, wenn der Ball dann zum Beispiel links ist, dass auch rechts dein Mittelfeldspieler mit in den 16er zieht. Und das gucken wir uns gleich auch in den individuellen Spieleranweisungen an. Und unterstützen das. Ecken auf 1, Freistöße auf 1, hier wollen wir keine dummen Konter kassieren. Individuelle Spieleanweisungen. Die Innenverteidiger stellen wir ein auf hinten bleiben. Verlierst du auch zu viele Spiele in der Weekend League? Mit den detaillierten Tutorials aus meiner FIFA Academy verbesserst du deine Grundlagen und verpasse nicht deine Chance, jetzt ein besserer FIFA-Spieler zu werden, damit du das ganze Jahr davon profitierst. Linksverteidiger, Rechtsverteidiger, beide gleich eingestellt, auf hinten bleiben bei Angriffen. Konservatives Abfangen, damit die noch ein bisschen vorsichtiger werden, und übergreifende Laufart. Das bedeutet einfach, dass die LM und RMs niemals weiter außen sein werden als RV und LV. Und das ist ganz, ganz wichtig, weil wir wollen ja die offensiven Spieler in den Strafraum treiben und nicht unsere Außenverteidiger. Die beiden Mittelfeldspieler unterschiedlich einstellen. ZM1 auf hinten bleiben bei Angriffen. Das ist unser defensiver ZM. Hier willst du Spieler, die gute Verteidigungswerte haben, die schnell sind, die vielleicht Arbeitsraten hoch nach hinten haben, Medium nach vorne. Das ist kein Muss. Ich spiele zum Beispiel Gosens ganz gerne mal als ZM, aber es wird dir auf jeden Fall helfen. Für Flanken in den Strafraumrand, damit der nicht in den 16er geht, hilft uns auch wieder, dass das unser defensiver ZM ist. Konservatives Abfangen, vorsichtiger Abfangen und auf jeden Fall die Mitte abdecken. Der zweite ZM, der soll auch mit nach vorne gehen und deswegen kommt er auf Mitte abdecken und alles andere bleibt ausgeglichen. Linkes Mittelfeld, rechtes Mittelfeld. Diese beiden Spieler packen wir auf Defensive verstärken und dadurch entsteht dann das, was ich gerade gesagt habe, dass wir wirklich mit 2-4-Raketten verteidigen, überall auf dem Platz verteilt, dass wir pressen können, dass wir aber auch konservativ ruhig verteidigen können. Durch defensive Verstärken werden die sehr schnell müde. Du kannst ja insgesamt 5-mal auswechseln. Also pack dir für rechtes, für linkes Mittelfeld Auswechselspieler auf die Bank. Stürmer Nummer 1, das sollte dein bester Stürmer sein. 5 Sterne Weakfoot, gute Abschlusswerte, gute Schusskraft. Der kommt auf zentral orientieren, auf Abwehr überlaufen. Wir haben ja auch Läufe in die Spitze zum Beispiel angestellt. Wir wollen ja, dass die in den Strafraum ziehen. Konservatives Abfangen, der soll wirklich vorne bleiben und deswegen stellen wir ihn noch auf vorn bleiben ein, dass der gar nicht mit hinten reinrutscht. Anders der zweite Stürmer, der kommt auf zentral orientieren und alles andere bleibt Standard. Mit der 4-4-2 hast du viele Chancen und mit dem Abschluss-Tutorial, in dem ich dir jede Schussart erkläre, wirst du mehr Tore machen. Schau es dir jetzt an. Wir sehen uns da. Ich bin raus, der Marvin. Servus. Ciao, ciao.